Wir sind hier, wir sind laut und wir sind viele. Keine IGS auf Kosten der Gymnasien. Schülerinnen und Schüler der Zeller Gymnasien demonstrierten gegen die Auflösung des Höltis oder des Ernestinums zugunsten einer IGS am jeweiligen Standort. Ich begrüße alle Schülerinnen und Schüler des Ernestinums, des Höltis, eventuell auch des HBGs und des KAV-Gymnasiums. Schülervertreter zeigten sich von der Politik enttäuscht. Wieso versprechen Sie uns, dass alles so bleibt, wenn Sie doch eines der Gymnasien schließen wollen, Ernestinum oder Hölti, und in eine IGS umwandeln wollen? Oberbürgermeister Mende sah die Vorwürfe kritisch. Ich sage ganz ehrlich, wenn ich den Informationsstand hätte, den ihr im Moment habt, und ich wäre Schüler im Ernestinum oder im Hölti, dann würde ich wahrscheinlich heute auch hier stehen und demonstrieren. Das Ganze steht, und auch das ist klipp und klar verabredet, steht unter dem Vorbehalt, dass es dafür einen Elternwillen gibt. Das heißt, das, was mir hier vorgeworfen wird, was ihr mir vorwirft, wir werden nicht mit euch reden, wir würden die Eltern nicht beteiligen, wir würden niemanden fragen, stimmt so nicht, sondern genau das Gegenteil davon ist verabredet mit Herrn Wiswe, es wird eine Elternbefragung geben. Kritische Stimmen kommen aber auch aus der unmittelbaren Bevölkerung. Ich bin hier, um zu protestieren gegen die Auflösung beider Gymnasien, ja, oder eines der beiden Gymnasien. Denn wozu brauchen wir eine fünfte Schulform hier? Ja, ich bin dafür, dass das Ernestinum erhalten bleibt. Natürlich. Warum? Ich habe ein Kind dort. Und ich finde, solch eine Traditionsschule sollte man nicht einfach platt machen. Aus politischen Gründen. Und vor allen Dingen nicht ohne den Elternwillen. Das war, glaube ich, ein Alleingang der Herren Mende und Wiste. Und gegen solche Alleingänge habe ich etwas. Die Demonstration führte vom neuen Rathaus in die Triftanlagen. Dort gab Landrat Wiswe zu bedenken, dass sich die Zeller Gymnasien aufgrund sinkender Geburtenzahlen zukünftig schon Gedanken über ihre Auslastung machen müssten.